Das Gewinnerknife steht fest. Und es ist... Vergesst den heutigen Stream nicht. Ich streame jetzt auch freitags. Meistens ab 21, 22 Uhr. Und da könnte es bereits passieren, dass das Knife rausgeklöppelt wird. Seid am Schlüssel. Ein Klappmesser geworden. Ich bin die Kommentare durchgegangen, habe aber auch natürlich die Abstimmung im Video selbst angeschaut und beides hat auf die Klappmesser hingewiesen. Und darum werde ich jetzt ein Klappmesser für den Gewinner des Knife Giveaways besorgen. Eine extrem große Auswahl gibt es hier nicht. Vor allem wurden viele Dinge gewünscht oder erfragt, die gar nicht möglich sind, also die nicht in unserem Budget liegen von diesen 50 Euro, die wir von Skimbaron geschenkt bekommen haben. Wer nochmal wissen will, was da überhaupt abging und das nicht gesehen hat, der kann sich das letzte Video anschauen, das ist hier verlinkt. Skimbaron ist der deutsche Marktplatz für CSGO-Skins zum Verkaufen und Kaufen und so weiter. Wenn ihr euch da anmelden wollt, könnt ihr gerne meinen Link benutzen, der hier unten in der Videobeschreibung steht. Aber im gestrigen oder vorgestrigen Video habe ich dazu eh schon alles erklärt, also mache ich das jetzt nicht nochmal. Ich denke, es wird auf jeden Fall dieses Rust-Code, weil es halt sonst gerade nichts richtig Geiles gibt. Ja, ich meine, kann ja auch nicht weiter, also die Auswahl ist gerade nicht so groß. Darum Rustcode. In den Warenkorb. Wir drücken hier auf Weiter. Ich will hier das Skinbaron-Konto auszubezahlen und drücke auf Jetzt kaufen. Dann sieht man hier wieder diese Nachricht, ihr kennt sie ja schon. Ich habe es ja schon ein paar Mal gezeigt. Und man erhält seinen Security-Code und guckt dann einfach bei sich in Steam rein, ob es schon da ist. Was haben wir denn da? Oh, ja moin. Es hat jetzt ungefähr 10, 15 Sekunden gedauert, bis der Trade da war. Um es mal so nebenbei zu erwähnen. Accept Trade. Und somit nochmal ein großes Dankeschön an Skinbaron für diese tolle Spende. Der Nametag ist leider falsch geschrieben. Suity Boy. Naja, kann man ja, glaube ich, überschreiben, ne? Mit einem neuen Nametag. Okay. So, dann gucken wir mal. Zack. Und da ist es. Das Suity Boy. Wir schauen uns direkt mal an. Oh. Oh, delicious. Delicious. Er sieht fast aus, als wenn es aus Holz wäre. Höchst gut. Höchst gut, Leute. Lecker. Lecker. Denkt da nicht wundern, ich bin auf einem zweiten Account. Ich krieg andauernd die Fragen gestellt. Was ist los? Was für ein Rank? Wo sind deine Skins? Warum ist das passiert? Ich habe mir damals vorgenommen, dass ich meinen Main-Account nie nutze, um mich irgendwo anzumelden. Deswegen habe ich den zweiten Account gestellt. Einfach so aus Sicherheitsgründen. Hier sind zwar auch diverse Skins drauf, aber die werden dann meistens auf den Main transferiert, beziehungsweise hier halt gespielt. Das bisschen, was ich hier drauf habe. Ja, hier nochmal zum Angucken. Das ist, wie gesagt, das Gewinner-Knife. Es könnte gut sein, dass wir nächstes Mal Folgendes machen. Das wurde vorgeschlagen, was auch echt ein guter Plan ist, finde ich. Ich warte mit dem Kauf, bis ein Gewinner feststeht. Und dann kann der Gewinner mitbestimmen, welches Knife es werden soll. So kann dann sehr genau sichergestellt werden, dass der Gewinner auch das Knife bekommt, das ihm am ehesten gefällt in dieser Preisklasse. Soweit, so gut. Ich sage es hier nochmal. Denkt dran, heute Abend Livestream auf Twitch. Sonst streame ich noch jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr, ne, dass ihr das wisst, ne? Steht auch in der Videobeschreibung, aber da holt ihr keine Sau rein. Ihr wisst ja, wie es ist. Hey, wann streamst du? Wo streamst du? Was hast du für eine Maus? Was hast du für eine Tastatur? Was hast du für einen PC? Kartoffelsalat? Steht alles, bis auf Kartoffelsalat, in der Videobeschreibung. Da unten drin. Alles verlinkt, alles da. Dafür ist die Beschreibung da, dass man nicht jedes Mal seine Finger fusselig schreiben muss, wenn jemand, ne? Wenn man Fragen hat, immer erstmal in die Videobeschreibung schauen. Alles klar, das war's eigentlich schon. Etwas kurzes Video, ich weiß, aber heute ist auch wenig Zeit und es ist auch schon sau spät. Ich glaube, es ist bald 17 Uhr, ja? Fuck. Und darum heißt es jetzt auf Wiedersehen. Ich muss kacken gehen.